Herzlich willkommen zum DSpace Anwendertreffen 2020. Wir starten in unserem dritten Vortrag. Daniel Beuke ist Mitarbeiter der Niedersächsischen Staatsuniversitätsbibliothek Göttingen. Er wird heute über ein Thema sprechen, über das er schon seit vielen Jahren, dem er sich mit vielen Jahren auseinandergesetzt hat. Wie vermessen ist das Messen, Metriken in Repositorien? Ich habe Daniel tatsächlich kennengelernt auf den Open Access Tagen vor, ich weiß nicht, ich glaube 10 Jahren, und auch damals ging es bereits um Metriken. Das ist ein Thema, das ihn, ich weiß nicht, ob verfolgt, begeistert oder beschäftigt, wahrscheinlich alles drei. Er ist auf jeden Fall der Richtige, der uns dazu was erzählen kann. Vielen Dank, dass du bereit bist, das heute im Webinar zu machen. Als Vortrag des DSpace Anwendertreffens herzlich willkommen. Auf geht's. Ja, hallo. Ja, vielen Dank, Pascal, für die netten Worte. Genau, du hattest das ja bei unserem Test schon gesagt, dass du mich schon so lange kennst. Und dann hatte ich mal geguckt, okay, wann habe ich damit denn angefangen, also mit Metriken, Repositorien, und dass ich mich mit dem Thema befasst habe und habe dann diese Folien gefunden. Das war 2009, da hatte ich das Projekt Open Access Statistik von einem Kollegen übernommen, der einen anderen Job bei uns in der SUB gemacht hat, als Projektleitung in der SUB, und ich sollte damals auch noch programmieren. Habe ich aber dann zum Glück nicht gemacht. Wie ihr seht, ist das hier schon auf alle Fälle auch mit den Fragen, hatte ich das wohl in den Überschriften, also was zählt Nutzungsstatistiken als alternative Impact-Messung? Interessant, dass wir damals noch die Nutzungsstatistiken als alternativ genannt hatten. Wie wir jetzt alle wissen, gab es ja dann später noch die Altmetrics, komme ich später dazu. Genau, also seit 2009 das Projekt Open Access Statistik in der ersten Projektphase begleitet, in der zweiten, dann ist der Dienst ja überführt worden. Also dann ist das Projektergebnis in einen Dienst überführt worden. Wir hatten dann auch in der SUB mit Beteiligung anderer Projektpartner dann das Metrics-Projekt. Das habe ich dann auch noch begleitet, war in verschiedenen Arbeitsgruppen auch immer mal wieder involviert. Von daher, es verfolgt mich, und auch jetzt in der SUB bin ich dafür jetzt nicht mehr direkt zuständig, aber ich mache verschiedene Projekte, und da ist das Thema Statistiken und Metrik natürlich auch immer ein wichtiger Punkt. Und ich berichte auch am Ende jetzt noch davon, von einem Projekt, was wir intern jetzt starten, und da bin ich dann doch wieder auch dann der Ansprechpartner für. Genau. Aber was wollen wir denn eigentlich messen bei Repositorien? Das ist ja, denke ich, ein Punkt erstmal. Ich denke, das Wichtigste ist, was die Idee zu messen ist, der Impact wissenschaftlicher Publikationen. Und ich finde diese Übersicht ganz nett. Ich habe die auch für andere Folien schon oft nachgenutzt. Und zwar ist die aus dem Altmetric-Manifest. Also die Autoren hatten hier gesagt, der Impact basiert halt auf verschiedenen Säulen, unter anderem Nutzung, Peer-Review-Zitation und Altmetrics. Und das, wo jetzt der Fokus in diesem Vortrag oder auch jetzt in dem Thema, was ich sehe, sind halt diese Nutzungszahlen, Zitationen. Und neu kamen damals 2011 die Altmetrics-Zahlen dazu. Genau. Was können wir messen? Ich bin gerade etwas irritiert. Leute, wartet kurz, ich mache die Tür zu. Ihr müsst leise sein. Das Fernsehprogramm ist, glaube ich, jetzt gerade zu Ende. Und jetzt wird noch mit Playmobil gespielt. Das kann manchmal lauter werden. Okay, also was können wir messen? Ich habe mir diese Übersicht zusammen erstellt, und ich habe da jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder dass das jetzt die Wahrheit ist, aber ich dachte mir, dass es ganz gut ist, um das noch ein bisschen mal durchzugehen. Also die Datenerfassung erfolgt dann unterschiedlich bei den Sachen. Wir haben das jetzt eben ja auch gerade in dem anderen Vortrag schon gehört. Die Nutzungszahlen, Erhebung erfolgt beim Repositorium, und dort werden die Zahlen gezählt, also die Nutzung. Das sind dann Downloads oder Views auf die einzelnen Dokumente. Bei den Zitationen und bei den Altmetrics ist das unterschiedlich. Da erfolgt die Datenerfassung nicht bei den Repositorien, sondern es basiert hauptsächlich auf externen Daten. Bei den Zitationen sind es dann halt die Anzahl von Zitationen, die man findet. Und bei Altmetrics sind es Erwähnungen in sozialen Medien. Also das ist so der Unterschied. Wobei da tauchen natürlich auch schon die Probleme auf. Also was ist ein Klick auf einen Download? Wie oft zählt der? Also drücke ich dann, also bei meiner Masterarbeit, die bei dem eDoc liegt, habe ich immer auf F5 früher gedrückt, um die Zahlen hochzukriegen. Das kann man machen, aber ist dann die Frage, wie verlässlich ist das? Genauso bei den Zitationen. Da liegen natürlich verschiedene Datenbanken als Grundlage zur Verfügung, und da kommt es halt darauf an, welche Journals dort erfasst sind.
Genau. Anbieter bei der Nutzung sind halt die Repositorien selber, also die Software jetzt in unserem Fall zum Beispiel in DSpace, was verschiedene Sachen anbietet, um die Nutzung zu erfassen. Teilweise gibt es auch Eigenentwicklungen. Also wir haben in der SUB jetzt auch gerade was Neues entwickelt, weil wir für unsere Nationallizenz einen Counterzahlen brauchen. OA Statistik habe ich in Klammern, weil der Dienst lief ja bis Ende letzten Jahres. Jetzt gibt es ihn leider nicht mehr als nationalen Service, aber es gibt zum Beispiel Open Air als internationalen Service, der sowas anbietet. Und es gibt natürlich ganz viele andere Sachen auch, um Nutzungszahlen zu erfassen. Also ganz klassische Web-Analyse-Tools zum Beispiel. Matomo oder also früher Piwi könnte man jetzt auch damit erfassen oder Google Analytics. Bei den Zitationen sind es hauptsächlich die kommerziellen, die großen, also Web of Science und Scopus, die es dort gibt. Es gibt aber auch offene Daten, Open Citations als ein Projekt, was halt auch Daten anbietet. Da aber halt immer sehr unterschiedlich, wie viel Daten da drin sind. Und bei Altmetrics sind es auch hauptsächlich die großen kommerziellen Altmetric, die diesen Donut anbieten, Plum Analytics. Und aber als eine offene Datenquelle gibt es jetzt Crossref Event Data, die jetzt halt auch Daten anbieten, aber ziemlich plain Daten, die muss man noch weiter verarbeiten. Also man sieht dann halt auch bei Altmetrics oder Plum kriegt man halt was Schickes, Buntes, was man einbinden kann, auch in Repositorien. Standards. Bei der Nutzung würde ich sagen Counter mit Fragezeichen. Ich würde es eher als Quasi-Standard sehen. Das schreibt nämlich genau vor, wie oft, also nach wie viel Klicks zählt das, also 30 Sekunden auf dem PDF, erst dann kommt der nächste, wird die Zahl hochgezählt. Bei Zitationen würde ich Jein sagen, das ist jetzt so ein bisschen schwierig, also ja, das, weil ich finde, das kommt halt darauf an, in welche Datenbanken zugrunde liegen, also man kann sie halt nicht vergleichen. Ach so, da komme ich ja gleich, jetzt habe ich es vorweggenommen, oh Mann. Altmetrics gibt es keine Standards, aber ich zeige gleich noch ein paar Beispiele, da sehen wir das auch wunderbar, dass das überhaupt nicht passt. Voraussetzungen bei den Nutzungen sind halt die Klicks auf unserem Repository oder die Logdaten, je nachdem, was für ein Tool man nimmt. Und bei den Zitationen und bei den Altmetrics ist es hauptsächlich meistens immer eine DOI, die vorausgesetzt ist. Was ist dann einigen Repositorien, also Philipp hat sie angesprochen, dass sie URNs nehmen. Bei den freien Sachen, die zum Beispiel von der Altmetric angeboten würden, würde ich vermuten, dass wir damit keine Altmetrics-Zahlen bekommen. Vergleichbarkeit habe ich bei allen Nein geschrieben und das ist das große Problem, weil nach dem, was können wir messen, würde ich sagen, was sagen denn diese Zahlen uns dann eigentlich aus? Und da ist jetzt ein bisschen schwierig, ich zeige drei Beispiele mal. Zum einen ist das hier unser Repository, das ist ein DSpace Quiz League dahinter. Im Moment ist es eine Hochschulbibliografie, also wir haben keine Volltexte drauf. Das ist jetzt auch der Grund, warum wir hier jetzt noch nicht die Nutzungszahlen anzeigen, die uns das System anbietet, aber die Zitationszahlen. Und hier sieht man schon ganz deutlich, also wir fragen die beiden APIs an oder wir können die Zahlen bekommen. Und weil wir es können, zeigen wir es an, aber sie sind unterschiedlich. Da ist jetzt die Frage, was bringt das den Nutzenden, was hilft das? Man kann jetzt draufklicken, könnte man, und dann würde man auch zu den Anbietern springen und die Zitationen finden. Und hier unten zeigen wir die Altmetrics-Zahlen an. Und ein Beispiel jetzt hier, das ist dasselbe Dokument, das ist jetzt das, wie es bei Plus One liegt. Das finde ich ganz schön. Die haben sehr schöne Nutzungszahlen, die aggregiert werden, wo auch man sehr schön sieht, dass die einen Vergleich haben. Oh, jetzt bin ich gesprungen. Vielleicht soll ich da nicht mit der Maus so viel fuchteln. Okay, aber was ich darauf hinweisen wollte, sind unten die Zahlen in den Zitationen bei Plus One. Da steht bei Scopus 48 und bei uns hat Scopus 45. Also wir fragen offensichtlich dieselbe API an, haben aber unterschiedliche Zahlen. Das liegt wahrscheinlich natürlich daran, wann wir sie abfragen, aber wir haben Unterschiede. Und ein noch interessanterer Unterschied finde ich dann sehr deutlich, bei Plus ist bei Twitter die Zahl 18 und bei uns auf dem System von Altmetric haben wir 55. Das ist schön, es ist schön unterschiedlich und sagt halt gleich schon aus, dass wir überhaupt gar keine Standards haben. Das liegt natürlich daran, wie zählt man Retweets oder sowas dann. Da wird halt gefiltert und gemacht und auch geprüft, aber es ist halt wenig vergleichbar. Es gibt einfach keinen Standard. Anderes Beispiel kurz, die Kollegen von der ZBW machen tolle Sachen, auch gerade was Nutzungszahlen angeht. Wir haben in unserem Projekt OA Statistik eng zusammengearbeitet. Wir haben jetzt dann so eine Übersicht, oben über EconStore kann man die Nutzungszahlenseite anklicken und kommt dann später hier hin. Man sieht dann halt Gesamtdownloads, was ich interessant finde. Früher hatten sie es meiner Meinung nach die Rangliste immer auf der Startseite von im Repository. Jetzt ist es ein bisschen versteckter, nämlich eine Rangliste, also die Dokumente mit den meisten Klicks. Persönlich finde ich es jetzt ganz gut, dass es ein bisschen versteckter ist, weil man hat natürlich oft so einen Matthäus-Effekt. Also alle klicken natürlich auf das drauf, wo alle draufklicken. Und dann ist halt die Frage, was sagen uns diese Zahlen eigentlich?
Sie haben, bieten auch Ranglisten an für Institute, finde ich auch ganz spannend, habe ich jetzt bei der Recherche für den Vortrag gefunden. Also wie viele Downloads insgesamt geklickt worden sind, was das mit der, im Verhältnis zu den Dokumenten, die auf dem Repository liegen von dem Institut, was für eine Durchschnittszahl man hat. Wenn man das aber anders sortiert, hat man auf einmal solche Sachen, dass dann in einer Sammlung oder einem Institut nur drei Dokumente liegen und die natürlich einen wahnsinnigen Klick pro Dokument haben. Ich finde die Zahlen alle sehr spannend, aber so ein bisschen die Frage im Hinterkopf, wissen die Nutzenden überhaupt, was sie damit machen sollen? Ist jetzt aber keine Kritik hier an der Stelle, sondern einfach nur darauf hinweisen. Dann passte das ganz gut. Letzte Woche hatte der Kollege von Admire Bram ein Webinar gehalten zu Nutzungszahlen in DSpace und dann dachte ich mir, super, das gucke ich mir an. Vielleicht kann ich die Folien 1:1 für heute nachnutzen. Passte nicht ganz, aber ich durfte ein paar nachnutzen. Und zwar hat er dann gezeigt von einem Institut, der Helmholtz, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das war, weil ich das da oben abgeschnitten habe. Die nutzen halt dieses Google Analytics Tool und da sieht man diese Peaks alle 2 Wochen. Und er hatte das so ein bisschen dann hinterfragt, was das ist. Und ich fand das jetzt ganz spannend. Ich klicke das mal so durch. Man konnte dann feststellen, dass 81% aus den USA kommen. Okay, das ist jetzt vielleicht, kann man machen. Und zwar kommen sie aus Ashburn. Wenn man das dann weiter verfolgt, kommt man dann dahin. Ich habe geguckt, das fand ich am spannendsten. Ashburn ist ein bisschen westlich von Washington DC und habe ich noch nie vorher gehört. Aber wenn man dann genau weiter guckt, was da in Ashburn los ist, findet man halt die Browserangabe, dass das Unpaywall ist. Also die große Datenbank, die jetzt halt OA-Dokumente harvestet und die dann halt für 99,95% des Traffics aus Ashburn halt verantwortlich ist. Und wenn man sich das anguckt, man kann das dann wohl bei Google Analytics so filtern nach dem Browser, sieht man halt eben genau diese Peaks alle 2 Wochen und man sieht auch ganz gut, dass Unpaywall das bis November 2019 anders geharvestet hat und dann halt jetzt nur noch alle 2 Wochen so einen Peak hat. Also man muss schon sehr vorsichtig sein mit den Zahlen, die man analysiert und man muss halt schauen, was man im Endeffekt messen möchte. So, in der Zeit, ja, halbwegs gut. Was machen wir? Also so ein bisschen wir meine ich jetzt, dass ich oder bei uns in der SOB oder auch sonst. Jetzt ist das natürlich die perfekte Überleitung zu unserem vorigen Vortrag, nämlich das DIDI-Zertifikat 2019. Zufällig bin ich da auch irgendwie mit dabei. Für das Kapitel Nutzungsstatistiken bin ich verantwortlich. Und das ist jetzt immer gewachsen, das Teil für die Nutzungsstatistiken. Früher in unserem Projekt OA Statistik habe ich das mit Uli Herb zusammen gemacht. Also es waren immer die Nutzungszahlen drin und jetzt später, ich glaube, es war in der letzten Version oder jetzt auch in dieser, kamen jetzt halt noch weitere Erwähnungen von den sozialen Medien und von, also von Altmetrics dazu und halt eben auch Zitationszahlen. Und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass als Empfehlung steht, möglichst offene Metriken zu nutzen. Und da sind wir halt weiter dran, das DIN-Zertifikat, das wird weiterentwickelt. Aber das ist ein eigenes Kapitel da drin und ist auch immer Thema. Genau, was gibt es sonst noch? Wollte ich kurz mal einen Abriss machen, was es sonst noch für Initiativen gibt. Ich habe die hier auch alle verlinkt, also man kann dann auch draufklicken. Also Open Air hatte ich vorhin schon erwähnt, ist ein internationales, also ist ein EU-Projekt. Und die bieten halt einen Service an, dass man als Repository mitmachen kann, um Nutzungszahlen dahin zu geben. Ganz spannend, finde ich, lief parallel auch zeitlich mit unserem Projekt Open Access Statistik zusammen, ist Iris UK, früher hieß es noch Pyrus, weil die noch die Publisher mit da drin hatten. Jetzt ist es Iris UK, das läuft immer noch, ist bei JISC, wird auch immer noch gefördert, muss man dazu fairerweise sagen, also sie bekommen Geld. Wir haben mit Stand gestern, hatte ich geguckt, 201 Repositorien in UK drin, die Nutzungszahlen zentral einen nationalen Service liefern und über ein wunderschönes Dashboard kann man dann halt die Nutzungszahlen sehen. Counter ist das nächste, das ist halt dieser Quasi-Standard für Nutzungszahlen. Die arbeiten eng zusammen, weil das personelle Überschneidungen hat, also ihre Zahlen sind auch, also sie sind Counter-Compliant, Iris UK. Wirklich ein schönes Projekt, haben das jetzt auch, glaube ich, nach Neuseeland oder Australien und USA teilweise exportiert, quasi den Quellcode, der dahinter steckt. Ein Kollege von uns aus Göttingen war auch da im Rahmen von einem Erasmus Plus und hat sich das angeguckt. Der meinte, die kochen auch nur mit Wasser, aber sie machen es halt. Und das fand ich echt spannend. Leider, weil jetzt auch ein bisschen, weil OA Statistik ja dann nicht mehr kocht, das Wasser. Gut, dann gibt es noch die Confederation of Open Access Repositories. Da gibt es oder gab es eine Interest Group, Usage Data and Beyond, die hatte ich auch mal geleitet mit Paul Needham zusammen von IOS UK, dann hat es Astrid gemacht, eine Kollegin aus Göttingen, die das Metrics-Projekt verantwortlich war. Da haben wir uns im Endeffekt viel mit beschäftigt,
dass die Projekte, die alle mit dem Thema befasst sind, uns gegenseitig mal austauschen können auf internationaler Ebene. Gibt es auch ganz tolle Webinare noch, die habe ich auch gefunden, wo ich teilweise noch längere Haare hatte. Und dann die NAISO hatte vor ein paar Jahren auch nochmal so eine Initiative gestartet. Da war ich nur am Anfang beteiligt, dann habe ich mich da ein bisschen ausgeklinkt, aber andere Kollegen, zum Beispiel Jochen Schürwagen, der auch beim DINI-Zertifikat aktiv dabei ist, hat da mitgewirkt und auch andere aus unserem Matrix-Projekt, Isabella Peters von der ZBW, die hatten teilweise dann auch Vorschläge gehabt, wie man standardisieren kann. Genau, am Anfang hatte ich erwähnt, das war auch im Endeffekt ein bisschen meine Idee, diesen Vortrag hier einzureichen. Wir haben jetzt auch ein Projekt an der SUB, ein internes, was wir uns so aufgesetzt haben, mal zu gucken, wie es mit den Metriken bei uns aussieht, weil es sieht sehr bunt aus. Also wir haben verschiedenste Repositorien, die wir in Göttingen für unsere eigenen Angebote, also zum Beispiel einen Uni-Verlag nutzen. Wir haben auch Repositorien, die bei uns entwickelt werden und gehostet werden für überregionale Dienste, zum Beispiel FIDs haben wir zwei, meine ich. Kann auch mehr sein. Kooperationspartner in Göttingen ist zum Beispiel die Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, für die wir auch ein Repository aufgesetzt haben, DSpace. Insgesamt kommen wir damit auf 8 Repositorien, also DSpace-Repositorien. Wir haben noch teilweise andere Sachen, die man Repository nennen kann, aber nicht DSpace sind. Und eins davon ist eben das DSpace Quiz und das ist so ein bisschen gerade aktuell mein Projekt, wo ich beschäftigt bin. Pro Publications nennt sich das, genau. Aber die Nutzung und die Darstellung der Metriken ist komplett unterschiedlich. Also wir haben da, wo es geht, haben wir Zitationszahlen. Man sieht dann rechts, das ist der Uni-Verlag, da werden die Views und die Downloads angezeigt. Man klickt dann drauf, komm, jetzt zeige ich auch noch bei unserem anderen Repository, was wir jetzt haben, zeigen wir gar keine Nutzungszahlen an aus verschiedenen Gründen und zeigen aber die Altmetrics-Zahlen an. Also alles sehr durcheinander. Ich habe hier jetzt noch ein paar Beispiele, weil dann sieht man das immer noch mal besser. Also hier ist unser Uni-Verlag. Daniel, deine Viertelstunde wäre langsam um. Du kannst noch ein bisschen weiterreden, aber wir müssen dann halt von der Fragezeit ein bisschen was abziehen. Genau, ich bin aber auch gleich durch, glaube ich, dann. Ja? Super. Also genau, aber das ist jetzt auch nichts Neues, das kennen die meisten wahrscheinlich. Man springt dann halt auf die Seite von DSpace, also hier werden die DSpace-Zahlen angezeigt. Bei dem FID ist es ähnlich, da stehen nicht mal auf der Landingpage die Zahlen zusammengefasst, sondern ist nur der Link da auf die Seite. Hier haben wir den Uni-Verlag, den hatte ich ja eben, wo wir keine Nutzungszahlen anzeigen, weil es unser damaliger Direktor nicht wollte. Da war ich in dem Thema noch nicht so mit dabei, zumindest bei dem Repository nicht. Da haben wir jetzt die Altmetrics werden hier angezeigt. Und zum Beispiel bei dem Grow Publications, was ich meinte, aber weil wir ja keine Volltexte noch nicht drin haben, zeigen wir halt Zitationszahlen und Altmetrics an. Also alles durcheinander. Und was war die Idee? Das müssen wir ein bisschen besser vereinheitlichen. Also wir wollen, das ist jetzt das Projekt, was wir machen. Wir wollen erstmal eine Übersicht der Repositorien machen und welche Metriken wir wie dort verwenden. Wir wollen prüfen, welche Tools und Anbieter war gut, also was nehmen wir schon und was können wir oder sollten wir vielleicht nehmen und um vielleicht auch dann dahin zu kommen, die offenen Metriken eher anzubieten. Ich fände es ja ganz spannend, wenn wir auch nochmal wirklich die Anforderungen sammeln, nämlich was möchten die Nutzenden überhaupt? Also hilft denen das, wenn was Scopus und Web of Science Situationszahlen anzeigen oder verwirrt sie das nur? Also vielleicht echt mal mit den Leuten reden, die das nutzen sollen. Als Repository Manager hat man natürlich auch nochmal eine andere Anforderung, eine andere Sicht auf die Sachen und Förderer habe ich hier mit aufgenommen, weil gerade aus Sicht der FID ist jetzt natürlich von der DFG auch die Fragen kommen, wie wird das Repository genutzt? Da muss man dann halt gucken, vielleicht nimmt man auch für verschiedene Anforderungen verschiedene Robotlisten, die man ausfiltert, um die Zahlen halt unterschiedlich zu bekommen. Also beliebig komplex das Thema, aber da werden wir halt mal gucken. Ziel ist eigentlich für uns, eine einheitliche Policy zu haben, wie wir in der SUB mit dem Thema umgehen und Ziel für mich jetzt persönlich wäre dann halt auch das mit in die nächsten Entwicklungen für das DINI-Zertifikat zu nehmen. Genau, und jetzt dann komme ich fast zu meiner letzten Folie. Also was brauchen wir eigentlich noch zu messen? Das ist so ein bisschen mein Fazit oder so ein paar Thesen. Ich denke, wir brauchen auf alle Fälle Standards für das Erfassen, fürs Aggregieren und fürs Darstellen von Metriken, um halt vielleicht eine Vergleichbarkeit zu bekommen, wenn man sie dann möchte, wenn das eine Anforderung ist. Wir brauchen aus meiner Sicht offene Metriken. Das steht jetzt auch im DINI-Zertifikat drin. Ich fände es schön, wenn man eine nationale oder internationale offene Infrastruktur hat. Also OER-Statistik gibt es jetzt nicht mehr. Es gibt jetzt OpenAIR, die kooperieren jetzt mit Knowledge Unleashed zusammen. Da wird demnächst was kommen. Wie offen das dann wirklich ist, bleibt noch abzuwarten, muss man schauen. Ich finde, wir brauchen aber auch ein Wissenschaftssystem, das nicht unreflektiert auf Zahlen schaut. Das ist, denke ich, auch ein Punkt,
der berücksichtigt werden muss. Da gibt es natürlich Initiativen mit DORA oder mit dem Leiden-Manifest, aber das ist ein Punkt. Ja, und was brauchen wir halt in Göttingen? Die Policy. Und das ist eigentlich, so habe ich angefangen und diesen Vortrag eingereicht. Ja. Jetzt bin ich durch, Pascal. Warte, ich mache noch eine letzte Folie. Super, Daniel, vielen Dank. Auch im Frage-und-Antwort-Tool gibt es bereits Dankesbekundungen. Vielleicht kurz vorweg als Anmerkung, das Repositorium, den Ausschnitt, den du gezeigt hast, war vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Kann sein, ja. Genau, die erste Frage. Anzeigen von Statistiken ist eins und klar. Aber wie sieht es mit dem internen Reporting aus? Laufen die irgendwo zusammen und werden die ausgewertet? Stichwort Leistungsindikatoren. Ja, warte mal ganz kurz, ich muss irgendwas hier kurz lernen. Ja, das Playmobil-Männchen hin. Also für interne Bemessung, ne? Ja, nee. Also eigentlich nutzen wir das nicht wirklich. Also natürlich haben wir Abfragen in der SOB intern, wie viel Nutzung stattgefunden hat. Dafür liefern wir dann Zahlen über, da werden die einzelnen Repository-Manager im Endeffekt gefragt, dann werden Zahlen geliefert. Aber aus meiner Sicht hat das noch nie jemand hinterfragt, ob die vergleichbar sind über die Repositorien hinweg oder sowas eben. Denn ich glaube, auf der SOB-Webseite steht zum Beispiel ganz unten irgendwo bei über uns mit Zahlen stehen halt solche Zugriffszahlen. Aber einfach, da steht eine Zahl. Also da steht die jedes Jahr. Wie gesagt, aus meiner Sicht sagt das gar nichts aus. Dann halt. Und das heißt auch für eine Leistungsindikatorin nimmt ihr das gar nicht auf. Es gibt keine zusätzlichen Mittel für Lehrstühle, die besonders viel genutzte oder besonders hoch gerankt in euren Metriken, Publikationen dergleichen haben, das spielt in dem Bereich noch gar keine Rolle. Nee, also da sind wir jetzt auch dann, nee, also für, aus Bibliothekssicht absolut nicht. Wir haben in Göttingen auch ein Forschungsinformationssystem, wo dann halt die Forschenden gehalten sind, ihre Publikationen einzugeben und sie bekommen halt für, also bestimmte Fakultäten haben noch leistungsorientierte Mittelvergabe, aber das ist nicht in unserem System, das ist noch ein eigenes System, aber es wird auch weniger in Göttingen, würde ich denken. Gut, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Es gibt unten dieses Frage- und Antwort-Tool und es gibt den Chat. Ich sehe keine Fragen. Dann Daniel, an dich herzlichen Dank. Ich würde die Aufzeichnung hier jetzt beenden. Alles klar. Ja, vielen Dank dann. Ne? Danke.